Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zur heutigen Sendung Fahrtüchtigkeit, Verkehrsrecht, wie soll man sich verhalten? Da gibt es ganz viele Fragen und ich habe hier zu Gast den Rechtsanwalt und Rechtsexperten Maximilian Eisenmann, Verkehrsrecht und ja auch im Bereich Cannabis und Kostenübernahmen sehr aktiv und unseren Alexander Daske, Apotheker und ich glaube der bekannteste Deutschlands mittlerweile hier mit ganz viel Wissen. Und ich bedanke mich, dass ihr heute meine Sendung hier bereichert. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, schön hier zu sein. Ja, ich fange mal gleich an. Habt ihr eigentlich persönliche Erfahrungen? Wurdet ihr schon mal angehalten? Ja, definitiv. Es war sogar letztes Jahr, nachdem ich auf einem Festival war. Und zwar abends am letzten Tag. Da, genau, gab es eine Polizeikontrolle, die alle auf der Straße, die davon kamen, angehalten haben, auf dem Parkplatz. Ja, genau. Man meinte dann auch, dass ich gerötete Augen habe und ich musste auch mit auf die Polizei und eine Blutprobe abgeben. Aber nichts bei rausgekommen, oder? Nee, war alles okay. Aber ja, ich habe das auch mal erlebt, wie das dann so ist und ist auch spannend. Es wird auch versucht, einen zu freiwilligen Urinkontrollen zum Beispiel zu veranlassen und ähnliches. Ganz interessant, das mal aus der Perspektive erlebt zu haben. Ja, also ich war auch schon öfters in Polizeikontrollen, aber bisher tatsächlich das, was Max erlebt hat, dass man mit auf die Wache kommt und Blut abgeben, noch nicht. Aber normale Tests natürlich schon, ob das jetzt Alkohol ist. Manchmal wurde auch gesagt, gerötete Augen, aber da wurden keine weiteren Tests so bei mir veranlasst. Und deswegen ist natürlich interessant, wenn Max da so hautnah erlebt hat, wie sich auch ein Cannabis-Patient häufig fühlen muss, wenn er oder ein Konsument auch, wenn er in einem Straßenverkehr angehalten wird. Ja, genau, ist nicht das schönste Erlebnis unbedingt. Kann man sich schon erstmal fühlen, oh okay, habe ich jetzt hier was falsch gemacht, was passiert? Wurde auch gesagt, wenn Sie jetzt hier den Test nicht machen, dann machen wir auch das volle Programm, durchsuchen Ihr ganzes Auto. Ja, es kommt schon, man hört komische Sprüche teilweise. Und genau darum geht es ja in unserem Thema oder in unserer Sendung hier. Es gibt viele Fragen, die Leute wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, woran sie sich messen sollen und so weiter. Und ja, wir werden das auch ein bisschen teilen. Und zwar machen wir erstmal so die Freizeitkonsumenten, nenne ich sie jetzt mal, und dann kommen wir so eher mal in den medizinischen Bereich, dass wir das auch noch so ein bisschen unterteilen. Ich möchte mal zu den Begriffen Fahrtauglichkeit, Vereignung, Vertüchtigkeit. Max, kannst du das vielleicht mal kurz auseinanderhalten? Genau, vielleicht erkläre ich es am besten mal so. Ein Begriff ist die Vereignung. Das ist im verkehrsrechtlichen Sinne die grundlegende geistige und körperliche Eignung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen. Da geht es praktisch darum, ob man generelle Mängel hat. Genau, also richtig, das wird geprüft, wenn man den Führerschein beantragt. Da könnte es zum Beispiel darum gehen, ob man generell irgendwelche Krankheiten hat, die dem entgegenstehen. In die Richtung kann auch Cannabiskonsum fallen. Dazu können wir dann später noch mal mehr sagen. Und die anderen Begriffe, die du meintest, die sind synonym. Das wäre Fahrtauglichkeit, Fahrtüchtigkeit oder Fahrsicherheit. Das bedeutet alles das Gleiche. Da geht es eher um so einen akuten Einfluss. Ob man wegen irgendeinem Einfluss, Medikament, Drogen, Alkohol oder so etwas, gerade nicht sicher ein Fahrzeug führen kann. Der Bundesgerichtshof definiert das auch. Der sagt, ein Kraftfahrer ist fahruntüchtig, wenn seine Gesamtleistungsfähigkeit, namentlich infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und körperlicher Leistungsausfälle, so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr über eine längere Strecke, und zwar auch bei plötzlichem Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu führen. Okay, das stellt dann wahrscheinlich der Ansatz oder so fest, ne? Oder der Polizist. Genau, das ist dann auch so ein Thema Ausfallerscheinung, was man unter diesen Begriff dann fallen subsumieren würde. Alex, wie kann man sagen, wie wirkt so Cannabis in Bezug auf Fahrtauglichkeit? Kann man sagen, ab wann bin ich nicht mehr fahrtauglich? Also insgesamt ist es bei Cannabis sehr schwierig zu sagen. Also im Vergleich zu Alkohol, wo wir eine konstante Abbaukurve haben,
Im Blut haben wir das bei THC nicht, allein schon halt auch aufgrund der hohen Fettlöslichkeit von THC und seinen Abbaustoffen. Deswegen hängt es meiner Meinung nach von verschiedenen Parametern auch ab. Also zum einen haben wir einen sehr starken THC-Wert, das heißt die Stärke der Sorte, die appliziert worden ist, also die verabreicht worden ist. Dann zum anderen natürlich auch die Häufigkeit des Konsums, der Anwendung und auch die Frequenz, das heißt mehrmals am Tag, einmal, zweimal. Das sind alles Punkte, die natürlich damit reinspielen und auch die Verstoffwechselung. Also sehr individuell, muss man sagen, ist es bei THC zu sehen. Und deswegen ist es auch sehr komplex, auch hier die Unterscheidung von Konsument zu Patient zu ziehen. Das ist ja eine ganz, ganz strikte Unterscheidung auch, wo man sagen muss, wie kann man da Fahreignung und auch Fahrtüchtigkeit beschreiben. Fahrtüchtigkeit, die aktive Teilnahme. Das heißt, prinzipiell beim Patienten ja anders als beim Konsumenten hinsichtlich Straffälligkeit. Aber Eignung gilt halt für beide Gruppen, Patient und Konsument. Und das ist halt ein Punkt der Selbsteinschätzung auch. Und da muss der Patient halt häufig sich sehr gut einschätzen können, um dann auch aktiv am Straßenverkehr teilnehmen zu können, ohne halt Konsequenzen von der Fahrerlaubnisbehörde zu fürchten. Gibt es eigentlich so Verhaltensregeln, wo man jetzt sagen kann, das darfst du nicht und bitte Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, so muss man dann, oder gibt es sowas, kann man das sagen, Max? Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Jedenfalls einige Fehler, die man auch vermeiden sollte. Ich sage erstmal so ein bisschen was Generelles. So, also, wenn man von der Polizei angehalten wird, sollte man anhalten. Man sollte das Haltgebot befolgen, sollte Blinker setzen, rechts ranfahren, Motor ausstellen, erstmal im Fahrzeug sitzen bleiben und ganz wichtig immer freundlich, aber bestimmt bleiben. Nur das Nötigste auch wirklich sagen. Führerschein, Fahrzeugschein aushändigen, das muss man auch. Wenn man wo kommen Sie näher, fragen die doch immer. Ne? Wo kommen Sie näher? Wo wollen Sie jetzt hin? Oder das sind doch immer so die ersten Fragen, oder? Ja, Führerschein, Fahrzeugschein kommt meistens noch mal früher, aber ja, klar, sowas Kleines kann kommen. Ich sag mal so, wenn das jetzt unverfänglich ist oder kurz, kann man das sagen. Man muss darauf aber keine Antwort geben. Man kann auch freundlich bestimmt sagen, dann sind wir nicht böse, es liegt ein Verdacht gegen mich vor, können wir die Kontrolle einfach auf das Notwendige beschränken. So zum Beispiel ist generell eine gute Haltung. So, was man zum Beispiel muss, ist aus dem Fahrzeug aussteigen, wenn man dazu aufgefordert wird. Was muss man aber alles nicht? Man muss nicht an weiteren Dingen irgendwie aktiv mitwirken. Man muss nicht irgendwelche körperlichen Tests machen, irgendwie rückwärts zählen, auf einem Bein stehen oder so etwas. Gerade beim Cannabis wird ja oft dann die sogenannte freiwillige Urinkontrolle angeboten. Vielleicht wird es auch mal nicht so gesagt, auf jeden Fall ist das eine freiwillige Geschichte. Man kann eigentlich sagen, man sollte da nie mitmachen. So, weil in dem Urin sind Abbauprodukte von THC über einen ganz, 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 ganz langen Zeitraum noch nachweisbar. Weit länger, als das irgendwie einen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben kann. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn man jetzt wirklich monatelang gar nichts zu sich genommen hat und es einen nicht riesig stört, eine Urinprobe abzugeben, kann man das machen. Aber eigentlich ist das nicht zu empfehlen. So, sollte man das ablehnen und aus dem Grund oder aus anderen die Polizei eine Blutprobe anordnen, dann muss man da mitmachen. Entweder haben die da eine mobile Station aufgebaut, dann müsste aber auch ein Arzt dabei sein oder man wird eben mit zur Polizeiwache genommen. Da muss man insofern auch nicht eigentlich aktiv mitwirken, sondern das nur dulden. Das heißt, ein Arzt würde einem Blut abnehmen. Das müsste man machen. Und direkt mal die Sache, wenn irgendwie THC eine Rolle spielen könnte, wird das bei einer Urinkontrolle sowieso rauskommen. Und wenn das positiv ist, dann muss man sowieso zur Blutprobe mit. Das vielleicht mal sowieso dazu. Also wenn man das wiederum ablehnt, besteht jedenfalls die Chance, dass eine Blutprobe vielleicht nicht angeordnet wird, weil dafür schon ein konkreter Verdacht auch vorliegen muss. Thema irgendwelche Beweisanzeichen, Ausfallerscheinungen. Grundsätzlich kann man halt sagen, aufs Nötigste beschränken, freundlich, bestimmt bleiben und auch nichts irgendwie sagen. Auch eine Standardfrage ist,
Kann ja auch manchmal, hatte ich zum Beispiel selber gehört, wann haben Sie denn das letzte Mal konsumiert? Also, da wird man direkt auch gerne unterstellt, dass man überhaupt Cannabis zu sich nimmt. Ich kann nur empfehlen, nichts dazu zu sagen. Auch wenn das irgendwie ungefährlich scheint, wenn Leute sagen, ja, das ist ganz lange her. Sagen Sie, nein, nichts oder ich konsumiere nicht. Ist alles okay. Wo ich eigentlich schon so ein bisschen auch noch bei einer Frage wäre, die wir vielleicht auch mal an Alex stellen. So beim Anhalten gibt es ja auch so, man sagt ja, Freiwilligkeit und Zwang, ja. Wo fängt das an, wo hört das auf, ja? Das wissen ja auch teilweise viele nicht. Es ist ja auch nicht jeder Rechtsanwalt oder so, ja. Wie verhält man sich, wenn man angehalten wird, ja? Also, was ist jetzt freiwillig und Also was? oftmals ist natürlich auch ein Problem in der Vergangenheit zumindest immer bei den Gesprächen mit den Patienten gewesen. Ich weiß nicht, ob Max mir da zustimmen kann, dass sehr viele Patienten eine Vergangenheit schon hatten mit Cannabis, als es noch Betäubungsmittel war und deswegen auch in einer bestimmten Kartei vermerkt waren, beziehungsweise dann auch schon vorurteilhaft natürlich in einer Polizeikontrolle hier verfahren worden ist. Ja, das war ein Punkt, der mir sehr häufig begegnet ist, wo ich gesagt habe, immer wieder Tipps gegeben habe, keine näheren Angaben dazu machen, auch die freiwillige Urinprobe ablehnen. Ja, und dann wird ja immer auch eine Einzelfallentscheidung gemacht, ob der Patient mit auf die Wache genommen wird, ob ein Bluttest gemacht wird. Man muss ja offen und ehrlich auch sagen, es sind ja auch Steuergelder und Gelder, die die Polizei da auch riskiert, wenn man einen Patienten mit auf die Wache nimmt und auch eine Blutabnahme dann veranlasst. Und da ist es so, dass das auch nicht immer gemacht wird. Und trotzdem hatten halt viele Patienten, wie gesagt, da durch den Registereintrag schon ein Problem damals, dass da halt eine Vorbelastung halt wiederum vorlag. Trotzdem kamen von mir immer natürlich die Tipps, wo wir genannt hatten, das heißt Rezept natürlich für den Patienten mit dabei, auch möglichsten Beleg vielleicht auch von der Apotheke, von den Blüten, die er bezogen hat, auch nicht die gesamte Menge an Cannabis, sondern nur die Einzeldosen oder Tagesdosen, die halt appliziert werden sollten und mediziniert dann eingenommen wurden. Mit Vaporisator auch ein Punkt, ja. Also in Deutschland gilt ja immer noch die inhalative Anwendung per Vaporisation als Patient. Das heißt, hier auch einen medizinischen Vaporisator dabei haben. Das waren so Tipps natürlich von mir und auch von den Angaben her deckt es sich, was der Max auch schon gesagt hat. Also gerade nur die nötigsten Angaben. Also prinzipiell muss man keine näheren Angaben zur Medikation geben. Also alles, was Medikationsplan betrifft, gilt im Ärztegeheimnis zwischen Arzt und Patient und muss nicht preisgegeben werden. Das heißt, nur die notwendigsten Angaben zur Therapie. Ich bin Patient, sein Rezept zeigen, aber keine näheren Angaben. Wie oft konnte konsumiert man, wie oft muss ich die Dosis einnehmen, für was auch, welches Erkrankungsbild ist auch ein Punkt, was immer wieder gefragt wird, muss ein Patient nicht benennen in der Verkehrskontrolle. Und das sind halt so Punkte, die auch nähere Angaben dann darstellen, wo der Patient sich auch in Schwierigkeiten bringen kann. Und deswegen besser die Angaben nicht machen und direkt auch, wenn man dann konsequenter auch als seitens der Polizei halt umgegangen wird, direkt halt rechtlichen Beistand dann auch besorgen. Ja, das ist eigentlich ein Tipp, wo wir immer genannt haben und vor allen Dingen natürlich Tests, freiwillige Tests auf jeden Fall vermeiden und hier dann auch freundlich, aber sachlich auch sagen, auf die Rechte dann auch eingehen. Und so haben wir das immer gesagt, aber oftmals ist es natürlich auch ein Problem. Der Patient wird sehr unruhig, wenn er in eine Verkehrskontrolle kommt, weil er weiß, er ist Cannabis-Patient. Er wird sehr unruhig, er macht fahrige Äußerungen, er gibt zu viele Angaben und ruckzuck ist natürlich dann auch im schlimmsten Fall, sagt der Verkehrspolizist, geben Sie mir den Führerschein. Und wenn der Führerschein einmal da ist, dann war es bei den meisten Patienten dann die MPU, die auch gefolgt ist. Ja, und das sind halt Punkte, wo man sagt, das waren so Tipps, die wir gegeben haben. Natürlich hat sich seit dem 1.4. nochmal einiges verändert, auch im Umgang mit Cannabis, seit es kein Betäubungsmittel mehr ist. Trotzdem ist das Thema Fahrtauglichkeit immer noch ein heikles Thema, was natürlich eins der zentralen Themen ist für den Konsumentenbereich, aber auch für den Patientenbereich. Denn der Konsumentenbereich ist ja auch noch nicht komplett umgesetzt, ja, die in der Änderung mit den 3,5 Nanogramm. Und auch hier muss man dann gewisse Vorsicht walten lassen und auch sagen, okay, was kann man machen, was nicht. THC ist halt doch eine sehr komplexe Substanz auch, ja, muss man sagen. Ja. Wir haben ja schon gerade über Zwänge und so. Max, muss man sich zum Beispiel ausziehen? Kann man zum Beispiel zur Sicherheit eine Aufnahme davon machen, wenn man angehalten wird? Dass man irgendwie Beweise hat, gerade wenn man alleine im Auto sitzt. Wie kann man sich da noch schützen?
Also ob man sich ausziehen muss, nee, muss man nicht. Wo die dich jetzt besuchen wollen, das gab es ja schon öfter. Ja, also das würde schon sehr, sehr weit gehen. Also jetzt mal so aktiv bei einer Verkehrskontrolle definitiv mal nicht. Man könnte jetzt über ein Abtasten sprechen. Wenn sowas gefordert wird durch die Polizei und die meinten, Verdacht zu haben, würde ich empfehlen, das durchführen zu lassen, mitzuwirken. Man kann ja nicht genau die Rechtmäßigkeit an Ort und Stelle da beurteilen, ausziehen, da würde ich jetzt erstmal sagen, nee. Also das, da müsste man schon vorher, da könnte man mal vielleicht einen Anwalt vorher anrufen, weil sowas müsste dann auch auf der Polizeiwache geschehen. Generell noch, das greife ich mal gerade auf, Thema Zwänge. Es ist halt schwierig, das so genau juristisch korrekt jetzt auf einen Nenner zu bringen. Man sagt so grob, aktiv mitwirken muss man nicht. Also was aktive eigene Handlungen sind, muss man nicht machen. Man muss eigentlich nur Dinge dulden. Also das heißt zum Beispiel, jetzt auch zum Thema Alkohol, man müsste nicht an einem Atemalkoholtest teilnehmen. Da kann man nicht zu gezwungen werden, weil da muss man aktiv pusten. Anders ist es aber, man muss seinen Arm hinhalten, und eine Blutprobe entnehmen lassen. Das muss man. So, an der Richtschnur kann man die meisten Sachen, ich hatte ja schon ein paar genannt, ein bisschen, ja, sich entlanghangeln. Naja, Und ich habe mal einen Spruch. Man kann man nicht auch komplett verweigern? Also wenn ich jetzt sage, ich mache gar nichts. ist die Frage halt, was verweigern? Also zum Ja, Beispiel alles. Ich mache Führerschein. keinen Bluttest, ich mache keinen Alkohol, ich mache gar nichts. Ich verweigere das. Also das kann man letztlich nicht. Zum Bluttest können die einen dann mitnehmen, einfach zur Wache. Ja, aber können die mich zwingen? Können die mir eine Nadel ansetzen, ohne dass ich das will? Ja, das können die. Also ob das dann rechtmäßig ist, kann man in der Situation nicht beurteilen. Aber wenn da ein Verdacht vorliegt, ist das auch rechtmäßig, muss man sagen. Verdacht müsste halt auch begründet werden können. Eventuell wird das gerichtlich überprüft werden, was man dann auch empfehlen kann. Aber ja, muss man klar so sagen, solche Sachen können auch erzwungen werden, gerade ein Bluttest, der Okay. angeordnet wird. Kurz nochmal zu deiner Frage hier, darf ich mich dadurch Aufnahmen schützen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Die kann man jetzt nicht so klar mit Ja oder Nein beantworten. Es geht vor allem um die Tonaufnahmen. Wenn man nämlich ja, es heißt eigentlich, das nicht öffentlich gesprochene Wort auf einem Tonträger aufzeichnet, dann kann das eine Straftat darstellen. Eine sogenannte Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach 201 StGB. Ist viel umstritten in der Rechtsprechung, was ist da öffentlich, was nicht, was ist unbefugt. Müssten wir eigentlich eine eigene Sendung zu machen. Man kann aber jetzt nicht ohne weiteres sagen, darf man auf jeden Fall tun, man kann keinerlei Probleme kriegen. Komplex, auch wenn ich dafür argumentieren würde, dass man es darf in einer gewissen Situation. Also mit Vielleicht darf Vorsicht. ich noch, wenn ich ganz kurz das nachschieben darf, was ich vorher zur Kontrolle sagte, war ja so eher zum Konsumentenbereich. Jetzt hatte der Alex schon eine Menge gesagt zu den Patientenbereich bei einer Kontrolle. Kann ich eigentlich alles so komplett unterschreiben. Absolut richtig. Eine Frage, die man noch so sich stellen kann, ist, soll sich ein Patient und wenn dann wann als Patient offenbaren? Ist eine schwierige Frage. Wenn, ich sag mal, gerade am Anfang einer Kontrolle würde ich eher dazu raten, nein, weil das eben weitere Fragen aufwirft und das wahrscheinlich auch an die Fahrerlaubnisbehörde gemeldet wird, mit, wenn man Pech hat, einer MPU-Anordnung. Die darf rechtmäßigerweise zwar eigentlich nicht einfach so gemacht werden, weil jemand Patient ist. Aber der Alex hat auch richtig gesagt, viele haben dann zum Beispiel auch eine Vergangenheit von den Patienten, die vielleicht mit illegalem Cannabisgebrauch, also wo das früher illegal war, da wird sowas dann einfach schon mal schneller gemacht. Ich sage jetzt trotzdem mal so, bevor man wirklich zur Blutprobe mitgenommen wird oder wenn das Cannabis-Thema sehr konkret gefragt wird, kann man das schon sagen, gerade wenn man die Dokumente dabei hat. So vermeidet man vielleicht schon eine Blutprobe, auch wenn was kommen kann von der Fahrerlaubnisbehörde. Okay, kommen wir mal zu den, also viele haben Schwierigkeiten, wie du schon am Anfang erwähnt hast, Alexander, mit dem Abbau der Produkte, weiß man, bei Alkohol weiß man es, wie gesagt, kann man trotzdem irgendeine Regel schaffen, wo man sagt,
Weil es gibt ja auch Unterschiede, rauche ich Joints, rauche ich Wasserpfeife, wie groß bin ich wahrscheinlich, rauche ich regelmäßig oder gelegentlich, auf was kann man alles achten oder kann man es irgendwie definieren? Ja, einmal muss man natürlich den Abbauweg unterscheiden, wie gesagt, von Alkohol, der sehr linear ist. Also das heißt, wir haben bei Alkohol ja pro Stunde einen Promillewert, der sich abbaut, der konstant ist. Das haben wir bei THC nicht, weil THC ist halt eine sehr lipophile Substanz. Lipophil bedeutet halt fettlöslich. Das bedeutet, dass nicht das komplette THC im Blut zirkuliert, sondern sehr viel sich auch ins Gewebe einlagert, ja, und danach mit schrittweise mit der Zeit freigesetzt wird. Und das macht es so komplex bei der Substanz THC oder auch CBD, also insgesamt die Cannabinoide, aber für den Straßenverkehr nur THC relevant. Und wenn man sich so die Metabolisierungs-, also die Verstoffwechslungskurve anschaut, dann kann man sagen, THC verstoffwechselt zu L-Hydroxy-THC und dann zur Carbonsäure, zum inaktiven Produkt. Und das ist auch die Inhalt, die uns für den Straßenverkehr interessieren, denn bei THC haben wir eine hohe Individualität im Abbau, von Patient zu Patient, haben wir am Anfang schon kurz gesagt, hängt von der Stärke des Produktes, von der Häufigkeit des Konsums und auch von der Frequenz. Hier haben wir vor allen Dingen natürlich die Unterschiede von Blut, von Urin und auch von Haaren in der Nachweisbarkeit. Und da muss man einfach sagen, haben wir im Blut bei einem Gelegenheitskonsumenten oder Gelegenheitspatienten, würde ich nicht nennen, das trifft auf den Patienten nicht zu, weil ein Patient ist immer fest an seine bestimmungsmäßige Medikation gebunden und im strengen Gebrauch ist ein Patient eigentlich ein Dauerkonsument. Und deswegen würde ich hier bei Gelegenheitskonsumenten eher im Konsumentensegment bleiben. Da kann man sagen, dass nach ein paar Tagen im Blut normalerweise der Abbau erfolgt ist, aber es kann sich im Blut auch mehrere Wochen hinziehen, je nachdem, wie häufig halt der Konsum ist und auch wie stark. Wir haben meiner Meinung nach eine Möglichkeit, dass hier eine Nachweisbarkeit über Monate hingezogen werden kann von Cannabinoiden, ja, vor allem von der Carbonsäure. Genau, also je nachdem, wir haben wie gesagt beim Gelegenheitskonsumenten kann das innerhalb von ein paar Tagen, von einer Woche aus dem Blut, aus dem Urin auch verschwunden sein. Aber es gibt die Nachweisbarkeit, die sich auch mehrere Monate, bis zu 3 Monate, denke ich, so im Rahmen für einen Dauerkonsumenten hinziehen kann, vor allen Dingen im Urin. Und in den Haaren haben wir die Carbonsäure nachweisbar und da ist es natürlich super lang. Also das kann bis zu 3, 6 Monate in sehr starken Fällen, wo der Patient halt sehr hohe Dosen, sehr starkes THC in dauerhaften Konsum verabreicht bekommt, auch über ein Jahr hinwegziehen, ja, die Nachweisbarkeit. Und das ist das Komplexe an dieser Substanz, ja. Und da müssen wir halt schauen, wie können wir da in Zukunft umgehen. Es wird ja jetzt schon für den Bereich der neuen Verkehrsordnung mit den 3,5 Nanogramm für den Konsumentenbereich angestrebt, ob nur noch aktives THC gemessen werden sollte und nicht die inaktive Form der Carbonsäure. Das wäre natürlich schon mal ein Vorteil in der Dauerhaftigkeit, auch der Nachweislichkeit. Da spricht man ja, es gab jetzt Kurven in der letzten Zeit, so pharmakokinetische Abbaukurven, die sagen, Gelegenheitskonsumenten würden so nach 3 Stunden circa wieder unterhalb dieser 3,5 Nanogramm liegen und Dauerkonsumenten innerhalb von 8 Stunden unterhalb dieser. Aber meiner Meinung nach ist es nicht immer so auf den Patienten auch pauschal zu beziehen. Man muss es immer individuell betrachten und ich würde da immer persönlich auf Nummer sicher gehen. Trotzdem sind es natürlich Anhaltspunkte, die man nehmen kann. Wenn jetzt ein Konsument, der kein Patient ist, sagt, ab wann kann ich wieder Auto fahren im Dauerkonsum, könnte man sagen, es gibt halt diese Kurven, die besagen nach 8 Stunden circa. Aber das gilt für die aktiven Abbauprodukte, aber nicht die inaktiven Abbauprodukte. Ja, und das ist halt ein Punkt, wo man immer mit betrachten muss. Und im Patientensegment sieht es natürlich nochmal anders aus, aber auch hier haben wir die Nachweisbarkeit. Hier gilt kein Grenzwert, aber hier haben wir trotzdem natürlich hinsichtlich der Fahrerlaubnisverordnung eine Problematik vorliegen. Das muss man immer noch sagen. Also strafrechtlich gesehen, nach dem Paragraph 24a Straßenverkehrsgesetz haben wir kein Problem bei Patienten. Der Patient macht sich prinzipiell, wenn er nicht komplett grob fahrlässig handelt, nicht strafbar. Aber das bedeutet nicht, dass er in allen Fällen von der Fahrerlaubnis, Verordnung her, von der Verkehrsüberwachung her auch fahrtauglich ist. Ja.
Ja, super. Fand ich auch sehr gut, Alex, dass du das hier genau so schön differenziert hast. Also genau, das ist eine hochindividuelle Geschichte. Das bemerke ich auch bei meinen Fällen. Ich spreche dann mit den Mandanten und ich sehe dann, welche Werte da gemessen wurden. Das wird da ja nochmal unterteilt zwischen dem aktiven THC-Wert und der ist der mit Abstand wichtigste für die rechtliche Beurteilung durch eine Behörde. Da galt ja prinzipiell wie bisher der 1,0 Nanogramm Wert pro Milliliter Blutserum. Ein Gericht hat schon jetzt den 3,5er Grenzwert angewendet, aber eigentlich kommt der erst noch durch das Gesetz. Die Abbauwerte sind nicht irrelevant rechtlich, aber jedenfalls deutlich weniger wichtig. Das war vor allem früher ein Problem, wenn du da sehr hohe COOH-Werte hast, also der Hauptmetabolit, dann hat man damals auf den regelmäßigen Konsum geschlossen, der ja schon ja, direkt zur Verungeeignetheit und damit zum Entzug der Fahrerlaubnis geführt hat, was glücklicherweise jetzt durch das Gesetz, durch das Cannabis-Gesetz aufgehoben wurde. So, da war gerade dieser aktive Grenzwert so interessant ist. Und das so schwer einzuteilen. Ich habe da mal was rausgesucht. Das ist relativ frisch. Das ist vom 24. April 2024 vom Verwaltungsgericht Freiburg im Breisgau. Da findet sich der Satz drin. Denn unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse ist der Wirkstoff THC im Blutserum grundsätzlich nur 4 bis 6 Stunden oberhalb einer Konzentration von einem Nanogramm pro Milliliter im Serum. 6 Stunden sowie bei Hochkonsum bis zu 12 Stunden nachweisbar. Mit dann noch Verweis auf das Sächsische Oberverwaltungsgericht vom 20.12.2021. So, genau. Und das zeigt, wie schwierig das ist, aber wie dann doch mal auch die Rechtsprechung mit gewissen Werten arbeitet, um sich dem zu nähern. Ist immer eine Frage, wie kann man da sicher sein? Die Problematik gilt für Patienten eben nicht aus guten Gründen, die ja in der Regel täglich konsumieren und deswegen gibt es keinen Grenzwert, weil die sonst eigentlich Ja, direkt wegen das war ihres eine Frage Patienten. vorweg. Also ich wiederhole es nochmal, für Patienten gibt es also keinen Nanogramm-Grenzwert. Korrekt. Ja. Wird es auch in Zukunft nicht geben. Was passiert eigentlich, um das mal kurz zu sagen, für normale Konsumenten bei Verstößen? Also die erwischen mich jetzt über 3,5. Was passiert? Ja, in zweierlei Hinsicht. Einmal, das hat der Alex schon angesprochen, Paragraph 24a des Straßenverkehrsgesetzes. Genau, also das ist ein Ordnungswidrigkeitstatbestand, da drohen Bußgelder. Nach geltendem Recht bisher für Ersttäter 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und 1 Monat Fahrverbot. Und ja, in Wiederholungsfällen. Auch übrigens, wenn man wegen sowas mit Alkohol schon mal auch nur Alkohol aufgefallen ist, ja, dann ist man auch ein Wiederholungstäter. Das ist dann schon saftiger beim zweiten Mal. 1000 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot. So, und das ist noch die mildere Variante von dem, was einem in der Regel droht, weil das ist das repressive Unrecht, würde man rechtlich sagen, für etwas Vergangenes, was man gemacht hat. Gleichzeitig wird das an die Fahrerlaubnisbehörde weitergereicht und die wird das zum Anlass nehmen, generell die Fahreignung zu überprüfen. Das kann die Anordnung einer MPU bedeuten, wo je nach Ergebnis ja die Fahreignung bejaht oder verneint wird und Verneinung hieße immer Entziehung der Fahrerlaubnis. Das könnte sich jetzt besser darstellen durch das neue Gesetz, wo man nämlich jedenfalls gut argumentieren kann, ein solcher Verstoß wäre jetzt, aber das muss die Rechtsprechung letztlich noch klären, aber ich würde sagen, nach der neuen Gesetzlage nicht mehr genug für die Anordnung einer Ja. MPU. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo die, kann vielleicht auch Alex was zu sagen, wo die Leute direkt zur MPU müssen. Ja, also ich würde vielleicht noch 2 Punkte ergänzen, auch Max. Gerade das Thema Mischkonsum und auch Personen unter 21 Jahren. Das ist vielleicht noch ganz interessant, noch in der Ergänzung, was Max ausgeführt hat, alles. Da gilt
die 0,0-Regel. Das bedeutet, hier müssen wir aufpassen. Mischkonsum, das heißt gleichzeitig THC und Alkohol, geht nicht, funktioniert nicht. Also 0,0 und auch Personen unter 21 Jahren oder Personen, die sich aktuell frisch im Führerschein befinden. Ne? Das heißt, in der Probezeit, auch hier muss man aufpassen. Und muss das vermeiden. Ja, das sind so nochmal so drei Punkte, die man vielleicht nochmal ansprechen kann. Ansonsten würde ich auch sagen, dass wir gerade im Bereich der MPU und der, früher war es so tatsächlich, dass die Fahrerlaubnisbehörde sich eigentlich in den meisten Fällen eingeschaltet hat, vor allen Dingen, wenn halt rechtstechnisch auch eine Vorbelastung des Patienten stattfindet aus der Vergangenheit. Im Registereintrag kam da immer irgendwas von der Fahrerlaubnisbehörde, auch manchmal ein Jahr später erst. Hatten wir auch schon sehr viele Gespräche mit den Patienten, dass plötzlich dann ein Jahr später der Brief im Briefkasten lag und dann die MPU-Anforderungen oder diverse Unterlagen gefordert worden sind. Und das waren halt Punkte, die sehr komplex waren im Bereich auch Betäubungsmittel damals für den Patienten. Ich denke auch, dass sich hier verändert hat. Ich habe gelesen, dass es auch zu einer Veränderung der Anlage 13 Fahrerlaubnisverordnung gekommen ist, dass hier der Punkt Einzelfalluntersuchung auch sich nochmal differenziert hat. Das heißt, dass man erst beim zweiten Mal geladen werden kann zu dieser Untersuchung und beim erstmaligen Fahren nicht. Aber das gilt nur für Konsumenten und nicht für Patienten. Das ist sogar ein Nachteil für Patienten in dem Bereich tatsächlich. Aber im Konsumentensegment hat sich das geändert. Insgesamt denke ich trotzdem, dass man beim Thema Fahrtauglichkeit noch keine hundertprozentige Lösung gefunden hat, sowohl im Konsumenten- wie auch im Patientenbereich, weil wir wissen auch, dass ein Dauerkonsument immer über diesen 3,5 Nanogramm liegen wird, was, wenn es die inaktiven Abbauprodukte vor allen Dingen betrifft. Aktiv muss man natürlich schauen, wie schnell metabolisiert, verstoffwechselt der Patient auch oder Konsument. Es gibt zum Beispiel Konsumenten, die sehr langsam verstoffwechseln, das heißt, die haben viel länger aktives THC mit vorhanden als ein anderer Patient, der ein Rapid, also ein Schnellmetabolisierer ist. Das spielt alles noch mit rein. Auch die Nahrungsaufnahme, auch ein wichtiges Thema. Habe ich ein sehr fettreiches Essen gegessen und dann konsumiert, baut sich THC halt langsamer ab, weil wir natürlich eine fettlösliche Substanz haben. Wir haben eine Verlangsamung des gesamten Verstoffwechselungsprozesses und über den Magen, über den Dünndarm und die Leber dann schließlich. Ja, und das sind Punkte, die man sagen muss, spielen alle mit rein in dem Bereich auch noch, wo man mit betrachten sollte. Und vielleicht kann man sich als Ansatzpunkt immer noch für den Patientenbereich nehmen, dass man sagt, natürlich ist es kein Betäubungsmittel mehr, wir haben wahrscheinlich nicht mehr die Komplexität in der Einzelfallbetrachtung wie im BTM-Bereich, also als es noch Betäubungsmittel war in Deutschland und eine illegale Substanz. Trotzdem ist der Patient meiner Meinung nach im Patientenbereich nur zu 100% sicher und geschützt, wenn er ein ärztliches Gutachten sich erstellen lässt, also ein freiwilliges ärztliches Gutachten von einem Verkehrsmediziner, nicht von einem normalen Arzt einfach nur ein Schreiben ausstellen lassen, das ist nicht gültig, sondern das ist wirklich von einem anerkannten Verkehrsmediziner mit Führerscheinstelle, Bluttestung, Leistungstest und so weiter, dann ist man wirklich auf der hundertprozentigen Sicherheit. Dennoch birgt das natürlich auch einige Gefahren, da stimmt Max mir wahrscheinlich zu. Wenn man bei so einem Test durchfällt, kann man unter Umständen auch den Verlust der Fahrerlaubnis erlangen. Und da muss man sich also wirklich 100% sicher sein, auch als Patient, dass man fahrtauglich ist und unter Cannabis und dass man sich wirklich sehr gut selbst einschätzen kann. Das, was ja eigentlich auch die Fahrerlaubnisverordnung sagt. Der Patient muss sich gut einschätzen können. Selbsteinschätzung ist alles in dem Bereich und dann ist der Patient auch in der Lage, ein freiwilliges Gutachten zu bestehen. Ja, und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, dann hat man eine hundertprozentige Sicherheit. Alles andere ist vielleicht einfacher geworden, aber immer noch nicht 100%. Okay. In welchen Fällen gibt es also noch eine MPU? Ja, es kann einige Fälle geben. Ich lese dazu vielleicht direkt mal den Teil des neuen Paragraphen 13a der Fahrerlaubnisverordnung vor, wo es um die Klärung von Eignungszweifeln bei Cannabisproblematik, so ist das da genannt, gilt. So, und da steht dann, ein medizinisch-psychologisches Gutachten ist beizubringen, wenn, gibt es viele Varianten, aber interessant ist vor allem die,
wiederholt zu Widerhandlungen im Straßenverkehr unter Cannabis-Einfluss begangen wurden. So, es gibt noch drei andere Buchstaben, zum Beispiel auch, wenn leider, wenn die Fahrerlaubnis mal aus einem der unter Buchstaben A und B genannten Gründe entzogen war, dann steht man auch schlechter da. Cannabis-Abhängigkeit kann eine Rolle spielen und dann noch allgemein sonst das zu klären ist. Aber das Wesentliche sind wiederholte Zuwiderhandlungen. Und da muss man rechtlich auch sagen, muss es eine gewisse Sperrwirkung entfalten. So sagt man das juristisch, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt eine Regel, die sagt, eine MPU ist dann beizubringen, dass man jetzt unter Rückgriff auf andere Vorschriften jetzt nicht einfach auch sagen darf, okay, aber wir haben ja hier doch eine Zuwiderhandlung im Straßenverkehr, die für uns Zweifel bringt, wir ordnen trotzdem eine MPU an. Nein, das geht eigentlich nicht. Und das ist eigentlich die wesentliche Neuigkeit zu dem schon Gesagten, dass jetzt allein regelmäßiger Cannabiskonsum kein Grund ist mehr, eine Fahrerlaubnis zu entziehen. Abgelöst kann man jetzt sagen, das betrifft jetzt wieder den Konsumentenbereich, wurde das durch den sogenannten Missbrauchstatbestand. Also ein Konsument ist fahrungeeignet, wenn ein Missbrauch vorliegt, und das ist der Fall, wenn das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Cannabiskonsum nicht hinreichend sicher getrennt werden kann. Das wäre zum Beispiel der Grund, die Fragestellung, die für einen Konsumenten dann durch eine MPU noch untersucht werden könnte. Jetzt ist ja schön, wenn man auch so eine eigene Sicherheit hat beim Fahren. Also jetzt nicht nur, dass man sich, so wie Alex sagt, selber einschätzt, sondern dass man sich vielleicht auch so über Alkoholtests selber testen kann. Gibt es schon so eine Art Speicheltest in Deutschland, Alex, weißt du das? Also es werden ja aktuell verschiedene Tests auch untersucht und auch vom Gesetzgeber auch getestet oder testen gelassen. Dennoch haben wir natürlich mit der Substanz THC eine Schwierigkeit in der Nachweislichkeit durch die hohe Lipophilie. Der einfachste Test wäre natürlich ein Blastest, genauso wie beim Alkohol. Der wurde ja auch schon getestet. Der Punkt hier war, dass man nur feststellen konnte, ob THC konsumiert worden ist oder nicht, aber nicht wie viel. Und Speichelflüssigkeit ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, meiner Meinung nach schwierig, beziehungsweise in der Form, wie es jetzt auch nachgewiesen werden kann, sehr schwierig umsetzbar, weil einfach die Cannabinoide fettlöslich sind, ja, also und dadurch auch viel in der Speichelflüssigkeit nicht mehr vorhanden oder nachweisbar ist. Alle anderen Methoden sind meiner Meinung nach invasive Methoden, das heißt, wo man sagen muss, Blut ist natürlich die genaueste, aber das ist natürlich was, wo man sagt, sehr komplex, weil man immer mit zur Wache muss. Das Hauptziel muss natürlich sein, schnelle Methoden zu finden, die sehr schnell und vor Ort direkt umsetzbar sind. Und Schweiz ist auch ein Problem meiner Meinung nach hinsichtlich der Fettlöslichkeit von Cannabis. Also Schweiß und Speichel sind natürlich sehr einfache Methoden, sind aber meiner Meinung nach schwierig in der bisherigen Analyse. Ein Blasttest gibt es meiner Meinung nach schon, also was wir jetzt gehört haben die letzte Zeit, aber wie gesagt, da müsste noch eine Umsetzbarkeit hinsichtlich der genauen THC-Menge sein. Es könnten wahrscheinlich auch in Zukunft Speicheltests entwickelt werden, denke ich, wenn man die Methodik vielleicht nochmal überdenkt und das Analyseverfahren auch. Dennoch sehe ich aktuell die Polarität des Lösungsmittels oder die Polarität in dem Fall des Wirkstoffs THC als sehr schwierig an, eine gute Umsetzung zu finden. Ja, das macht es halt dann richtig schwierig, gerade jetzt auch, wo es jedenfalls für die Konsumenten ja legal ist, Cannabis zu besitzen und zu konsumieren. Der Konsum war es streng genommen war schon vorher legal, aber der Besitz nicht. Ja, und man ist in einem gewissen Unsicherheitsbereich. Wann darf man wieder fahren? Und man hat leider nicht direkt so ein Mittel an der Hand, wie man das richtig testen kann. Es hängt dann, wie gesagt, vom Verhalten dann so ab. Generell kann man sagen, das betrifft natürlich Konsumenten wie auch einen Patienten. Das hatten wir ja schon mal. Ist auch von der Rechtsprechung für Patienten gefordert, dass man immer eine große Eigenverantwortung walten lassen muss, dass man sich absolut sicher sein muss, ein Fahrzeug auch sicher führen zu können und sich vor jeder Fahrt einer kritischen Selbstkontrolle zu unterziehen hat. Wie man das genau macht, ist nicht vorgegeben, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit zu beschäftigen. Das ist gerade auch für Patienten das Korrektiv,
warum man letztlich auch ohne irgendwelche Grenzwertkontrollen das erlaubt. Dass man da sagt, okay, Patienten, die von einem Arzt eingestellt sind und wo das überwacht wird, denen wird letztlich durch das Recht eine höhere Zuverlässigkeit erstmal zugemutet, ja, bescheinigt. Das wird aber noch sehr interessant sein, wie sich das für die Konsumenten verhält, weil da hat man früher mal gerne auch in der Rechtsprechung so in die Tasten gehauen, dass man sagt, naja, es handelt sich hier um illegale Rauschgiftkonsumenten, die eine, ja, eine geringere Zuverlässigkeit auch aufweisen. Das kann man jetzt, so wo das auch legal angebaut und besessen werden darf, meiner Meinung nach nicht mehr so leicht argumentieren. Alex, kannst du mal kurz den genauen Unterschied zwischen Bluttest und Urintest erklären, warum die Leute vielleicht das eine machen sollten, das andere nicht? Ja, also der Urintest hier, der vor Ort, kann ja vor Ort durchgeführt werden, auch auf freiwilliger Basis. Der Bluttest ist ja ein invasiver Test, also der wird auf der Polizeiwache durchgeführt. Prinzipiell gilt natürlich die Nachweisbarkeit auch der Produkte. THC ist ja, wie gesagt, durch die Fettlöslichkeit auch in inaktiver Form nachweisbar. Aktives THC kann im Blut halten, beziehungsweise bei einem Gelegenheitskonsumenten über ein paar Tage nachgewiesen werden. Für einen Dauerkonsumenten auch eine Woche oder beziehungsweise mehrere Wochen hingestreckt, und im Urin kann es noch länger sein. Ja, im Urin haben wir eine Nachweisbarkeit, die sich bis zu mehreren Monaten, bis zu 3 Monaten hinziehen kann, dadurch, dass halt einfach auch inaktive Stoffe gemessen werden können. Aber auch aktives THC kann sehr lange durch die, ja, Einspeicherung ins Gewebe und die schrittweise auch die Freigabe aus dem Gewebe über mehrere Monate hinziehen bei einem Dauerkonsumenten. Und das ist so der Unterschied zwischen Urin und Blut. Blut ist natürlich die genaueste Variante, deswegen ist die ja natürlich auch die invasive Variante, die in letzter Form dann auch durchgeführt wird seitens der Polizei. Aber beide Methoden sind natürlich sehr komplex, was die Nachweisbarkeit angeht, aber sehr genau, aber zu komplex meiner Meinung nach, um eine schnelle Abfertigung auch zu generieren, wie bei einem Alkoholtest. Ja, also man muss so ein ganz einfaches Testprinzip machen, wo man einfach einen Teststreifen vielleicht in den Mund hält oder mal einen Blastest hat, wo man dann sagt, okay, aktives THC so und so, Nanogramm, fertig. Und dann muss man weiterfahren. Und das muss halt noch entwickelt werden. Und dann sind wir auf der sicheren Sache und Seite, wo man dann auch sagen kann, es ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, ist er jetzt Dauerkonsument, ist er jetzt Gelegenheitskonsument oder einmaliger Konsument, sondern wir haben einfach nur einen Grenzwert, den sehen wir, der ist jetzt unter 3,5 oder über 3,5, und dann kriegt der Patient ein Bußgeld, der Konsument ein Bußgeld, wenn er über 3,5 ist von den 500 Euro. Wenn er unten drunter ist, dann darf er halt weiterfahren. Das sind halt so Punkte, wo man sagen muss, das wären einfache Methoden, einfach in der Nachweisbarkeit, meiner Meinung nach. Max, muss man eigentlich seinen Führerschein dabei haben und muss man den eigentlich abgeben? Also erstmal dabei haben muss man den Führerschein. Eine Kopie reicht auch nicht. Da würde ein Verwarngeld dafür fällig werden, was aber nicht so hoch ausfällt. Ja, Jetzt eine abgeben. beglaubigte Kopie eines Notars würde nicht ausreichen. Eine interessante Frage. Also im Gesetz steht so, glaube ich, nicht drin, dass das ausreicht. Ich habe auch von Leuten gehört, die zum Beispiel auch sagen, ich nehme meinen Führerschein nicht mit, ist mir zu unsicher oder den verliere ich vielleicht. Man kann natürlich durchkommen in der Kontrolle damit. Auch nicht alles bei Bußgeldern, weder praktisch noch rechtlich, muss da unbedingt verfolgt werden. Aber man muss ihn dabei haben. Aushändigen, weiß ich gar nicht so genau. Also der Beamte müsste sich von der Echtheit überzeugen können. Vielleicht dann auch so Fälschungsmerkmale, muss man den aus der Hand geben. Vielleicht eine interessante Frage, ob man den wirklich rausgeben muss oder der Rest reichen Ich würde. bin ja immer total eigen. Ich sage mal, das ist mein Dokument. Ich möchte den gar nicht abgeben. Das habe ich ja bezahlt. Also der kann sich das angucken, so durch die Scheibe. So, ich halte das immer vor die Scheibe, so ungefähr, weißt du? Und dann kann er so sich das durchlesen. Aber also in der Hand, also ich gebe den nicht aus der Hand. Aber gut, ist Spaß. Und das kommt wieder Wobei natürlich über. ich jetzt nicht dein Gefühl für den Führerschein so sehr beeinträchtigen möchte, aber ich glaube zum Beispiel ein Personalausweis, der ist sogar nicht dein Eigentum, auch wenn man den auch Ich will doch bezahlen keinen muss. haben, oder? Aber ja, Was war die Idee? Na gut. vielleicht noch ganz kurz zu den Tests. Kann ich absolut zustimmen. Es wäre sehr wünschenswert, einen schnellen, handhabbaren, sicheren Test
zur Hand zu haben, also sowohl für einen selber, aber vor allem auch, dass die Polizei das macht. Das Riesenproblem an den genauen Bluttests ist natürlich auch, das Ergebnis liegt nicht sofort vor. Da muss ja erstmal eine Laboranalyse geschehen. Und wenn das gerade von der Polizei beauftragt wird und durch die behördlichen Mühlen läuft, das hat bei mir zum Beispiel 6 Wochen gedauert, bis das Ergebnis überhaupt vorliegt, bis ich da dann was gehört habe. Und ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte dann. Ja, absolut. Es geht hier noch um so ein paar Tipps. Ja, man sollte, denke ich mal, auch so darauf achten, dass man ja vielleicht keine Papers so rumliegen hat und so Filter, die man sich zusammengedreht hat und so. Also auch Polizisten erkennen sowas und mögen das gar nicht, wenn sie ins Auto gucken und ja, da liegen Tabak und Papers abgerissen. Und jeder weiß natürlich sofort Bescheid. Da sage ich immer, haltet euer Auto sauber und gepflegt und am besten sogar ein Nichtraucherauto. Vielleicht auch keine Tabakkrümel, vielleicht auch keine Cannabisblätter als Anhänger so am Spiegel. Das sind also so Sachen, die halt ja so schnell die Aufmerksamkeit erregen können. Alex, gibt es eigentlich noch eine Sorte, wo man sagt, die ist autofahrerfreundlich? Oder was ist, wenn man nur CBD geraucht hat? Was, ist das, wie verhält sich das dann? Ja, also prinzipiell, wir haben ja sehr viele verschiedene Sorten, viele THC-dominante Sorten, Balanced-Sorten oder halt CBD-dominant. Aber im CBD-dominanten Bereich haben wir auch natürlich eine gewisse THC-Anzahl mit drin, also über 0,2% auf jeden Fall. Ist es natürlich klar, je stärker die Sorte ist, desto höher wird auch der Grenzwert im Endeffekt dann, den man im Blut hat. Und deswegen richtet sich das schon nach der jeweiligen Sorte, wo man sagt, Balanced-Sorten oder auch CBD-dominante Sorten haben natürlich ein geringeres Risiko, muss man sagen. Ja. Auch im Rausch verhalten. Genau, Ja, also die Tipps kann ich auch nur unterstützen. Das sind einfach pragmatische Dinge, die sind gut zu beachten. Nicht so was Auffälliges irgendwie rumliegen haben, auch das Auto nicht irgendwie ja, zu stark in so einer Richtung dekoriert haben. Es kann halt nach der Erfahrung einfach die Wahrscheinlichkeit auf eine Kontrolle erhöhen. Macht man sich nichts vor. Auch wer im Auto sitzt, muss man halt auch sagen. Immer realistisch. Eine Gruppe von jungen Leuten, gerade eher noch mal jungen Männern, die haben nun mal einfach ein höheres Risiko, kontrolliert zu werden, als eine Familie mit Kindern. Also gerade was jetzt hier Alkoholdrogen angeht. Ja, klar. ich habe noch so eine lustige Abschlussfrage. Das ist eher so Pro und Contra, sage ich jetzt mal. Was würdet ihr für besser oder für gesünder halten? Das Mitführen von 25 Gramm Cannabis, also im fahrenden Zustand, aber ich bin nüchterner Fahrer? Oder, nee, was habe ich gesagt? Oder ich habe 0,3 Promille, habe aber nichts dabei. Und bin auch noch bekifft gefahren. Ja, okay. Also das Letztere ist auf jeden Fall die schlechtere Variante. Ja, Kann man ganz klar sagen. würde ich auch sagen, ja. Zumal, das kann man jetzt sehr schön abschließen, bis zu 25 Gramm Cannabis darf man ja nach dem neuen Konsum-Cannabis-Gesetz auch mit sich führen. Das heißt, das ist unproblematisch. Wenn man dann nüchtern unterwegs ist, gute Fahrt. Wunderbar, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten. Ich glaube, das hat die Leute und mich sehr bereichert und auch geholfen, vor allen Dingen im Umgang damit. Trotzdem, Leute, fahrt alle vorsichtig, lasst euer Auto stehen, wenn ihr gekifft habt. Am besten fahrt mit der Freundin, die vielleicht nicht raucht oder so. Es ist immer besser und sicherer, wissen wir alle. Aber ja, jeder will natürlich gerne seinen Führerschein behalten. In diesem Sinne bleibt's gesund und legal. Danke, Alexander. Danke, Danke Maxim. dir, Mario. Danke, Max. Danke auch. Ja, hat Ciao. Spaß gemacht. Ciao, ciao.